Wie kommen wir denn nach Hause? Wir sind doch auf so einer Insel, ne? Gehen wir nochmal hier hin. Ja, ja, nee, gehen wir lieber dahin. Beziehungsweise in einem Brunnen. Ich hab's geschafft, Herr Kröte. Die Mädchen sind weg. Das ist perfekt. Jetzt kann ich diesen Ort verlassen und zu meiner Familie gehen. Was macht die Katze da übrigens? Das will ich auch machen. Ich habe endlich mein Kätzchen gefunden. Ich möchte nur noch nach Hause und bei Tante Grace sein. Aber wie kommt ihr hier weg? Es gibt kein Boot. Ich kann nicht schwimmen und Mr. Midnight hat so große Angst vor Wasser. Ich würde euch gern helfen, aber ich bin zu klein. Obwohl mein Körper recht formbar ist. Es wäre unmöglich, euch beide auf die andere Seite zu kriegen. Darüber denke ich mal nach. Bitte geh noch nicht. Oh, weia. Wir müssen nach Hause, Kätzchen. Ich hoffe, der Heimweg ist nicht weit weg. Ich hoffe auch, Fran. Wir schaffen das zusammen. Ich helfe dir. Ja, aber wie denn? Aber wie? Wir nehmen nochmal Pillen. Meine Schwester will mich fangen, aber ich hatte mir schon mal gesagt, ich habe Angst, hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Das kann ich nicht. Wir können das Monster rausschneiden. Wir können das Backpulver mit ihr benutzen. Nein? Was ist mit dem Besen? Das klappt auch nicht. Gut. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Was haben wir mit dem Backpulverbesen? Nochmal zu. Tja, wie kommen wir denn hier weg? Mr. Midnight, hast du Ideen, wie wir hier wegkommen können? Nein, tut mir leid, Miau. Vielleicht hat jemand anderes Ideen. Ja, die Kröte ja nicht, ne? Ja, auch jetzt ist das ganze Gespräch nochmal. Ja, 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 Okay, sein Körper ist recht formbar. Dann gehen wir nochmal rein. Vielleicht ist da drin irgendwas Neues. Was habe ich getan? Oh mein Gott, das ist nicht richtig. Ja, doch, doch, geht schon. Aber sonst... Boah. Wir können das mal auffegen hier. Weiß ich nicht, bitte. Nutzen damit? Klappt nicht, nein. Okay, dann bin ich gerade überfragt. Mal wieder. Was machen wir denn? Da lang können wir nicht gehen. Und aus dem Brunnen kommen wir wahrscheinlich auch nicht raus. Wenn wir jetzt in den Brunnen gehen... Beide kann die Kröte uns nicht tragen. Bringt auch nichts, ne? Gut. Badaha, wir können mal die Pillen nehmen. Komm, wir gehen mal in den Brunnen. Aber... Auch das hilft uns wahrscheinlich nicht weiter, ne? Wir können hier auch nicht hochklettern. Weiter hochklettern geht auch nicht, ne? Da ist ja die Katze auch gar nicht dabei. Ne. Okay. Dann, meine Lieben. Dann habe ich keinen Plan, wie wir hier wegkommen sollen. Hier auch nicht. Mondlicht auf dem Wasser. Du bist so wunderschön und ruhig. Ich habe immer das Gefühl, dass der Mond mir folgt. Ob das Mondlicht genauso wirkt wie das Sonnenlicht? Ja, aber das Mondlicht kann uns leider auch nicht hier wegbringen.
Ein großer, großer Stein. Ich lasse ihn hier. Ja. Mit wem können wir hier reden? Hier war gerade eine Sprechblase. Das war wahrscheinlich nur ein Fehler, ne? Können wir ihr irgendwie helfen? Anzünden vielleicht? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir können das Messer jetzt auch nicht mit der Kröte benutzen, ne? Nein. Das wäre auch sehr fies. Ja, aber sonst weiß ich nicht. Backpulver benutzen mit Kröte. Ja! Nimm das, Kröte. Es könnte helfen. Ich bin kein Brötchen aus der Bäckerei. Aber du bist so schleimig und weich wie Teich. Da hast du recht. Das könnte klappen. Los geht's. What the f... Es hat geklappt. Wirklich geklappt. Ich bin so groß und fühle mich toll. Super, gehen wir. Komm, Mr. Midnight. Klar, Fran. Ich habe nur ein Problem. Die riesige Kröte starrt mich an. Jetzt stell dich nicht an. Wovon sprichst du? Er will uns doch nur helfen. Okay. Wenn er irgendetwas versucht, kratze ich ihn. Das ist okay, aber versuch nicht, ihm weh zu tun, während wir auf ihm sitzen. Das Wasser ist tief und wir wissen nicht, was für Kreaturen da drin leben. Wenn wir ins Wasser fallen, könnten wir sterben, Kätzchen. Oh, ich verspreche, ich werde die Kröte nicht kratzen. Mau, gehen wir. Hey Mädchen, bevor wir gehen, ich habe noch etwas für dich. Ich sah dich auf dem Foto, also dachte ich, es sei deins. Und das Buch war auch dabei. Oh, okay. Oh, Kröte, du hast mein Familienfoto gefunden. Vielen Dank. Ich dachte, ich hätte es für immer verloren, aber das Buch ist nicht von mir. Nun, nimm das Buch als Geschenk. Lesen ist immer gut. Es hat viele Bilder. Wow, danke. Ich mag Bilder. Nun, gehen wir jetzt. Ja, los geht's. Festhalten. Oh, what the fuck? Bilder sind so cool. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, Hilfe. Hallo? Shit. Oh Gott, Hilfe. Hilfe, können wir was vorbeischwimmen? Upsi. Nein, Hilfe. Spring nicht immer daneben, dumme Kröte. Hilfe. Ja, und das war's dann auch. Mhm. Können wir irgendwie in diese Richtung hüpfen? Nein, warum schwimmt... Nee. Warte, dann müssen wir warten. Moment. Komm ran. Oh Gott. Oh. Warum? Warum immer ich? Das sieht so geil aus. Rangeschwommen. Komm. Oh, ich wollte zur Seite springen eigentlich. Hab Geduld. Ich bin sowas nicht mehr gewöhnt. Das war nicht gut, ne? Warte. Oh.
Da wären wir. Springt von mir ab. Gehen wir, Kätzchen. Nun, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hoffe, du findest deine Familie bald, Herr Kröte. Danke. Du hoffentlich auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und danke für die Überfahrt. Fran, was sollen wir jetzt tun? Den Heimweg finden, Kätzchen. Siehst du den Himmel? Es dämmert schon und schon bald werden die gruseligen Dinge verschwinden. Ach, ich bin so hungrig und müde. Ich will jetzt nach Hause. Ich auch, Kätzchen. Wir finden den Weg schon. Ich gebe mein Bestes, dir zu helfen, meine Liebe. Gehen wir. Ja, das tun wir. Wir gucken aber erstmal hier ins Buch, wa? Oh. Ich suchte die Wahrheit, doch fand das Unerwartete. Ich fand, was meine Sinne mir nicht zeigen konnten. Ich fand die Wahrheit, die still im Unbekannten liegt. Leon Gastillo, einer der Tausend. Okay. 11. Juli 1908. Mein Name ist Leon und ich bin 92 Jahre alt und lebe alleine in dem kleinen Haus weit ab der Stadt. Ich muss sagen, dass mir Schmuckhäuser oder Klamotten nie etwas bedeutet haben. Seit meiner Kindheit habe ich mit den Tieren, Pflanzen und Insekten gesprochen und obwohl ich nie eine Antwort bekam, gab ich niemals auf. Wenn du das liest, suchst du vielleicht nach Antworten. Vielleicht siehst du Dinge, die andere nicht sehen. Oder du fühlst, was andere meiden. Du hörst die Stille. Du wirst eins mit allem. Ja, er hat ja auch ein bisschen blutige Augen, ne? Mr. Leon ist alt und er wirkt traurig. Mal sehen, was er geschrieben hat. Kannst du sehen? 17. Dezember 1875. Ich kann nicht aufhören, kann es nicht kontrollieren. Die schwarzen Schatten sind überall. Das Blut, die Nachrichten, die Schreie, der ganze Schmerz. Ich weiß nicht, warum mir das alles passiert. Die schwarzen Schatten. Ich sehe sie auch. Sie sind überall. Okay. Schrei, weil es weh tut. Der Stein der Weisen in meinem Kopf. 19. Dezember 1875. Ich hatte eine Vision. Ich atme immer noch die Angst. Ich befinde mich im Krieg mit meinem Verstand. Einer der Schatten kam herab vom Himmel. Ich dachte, er sei ein Engel. Sein Name ist Remor, der Prinz der Dunkelheit aus der fünften Realität. Er sprach zu mir, spielte mit mir und zeigte mir all die Schrecken. Er sagte, ich sei der Schlüssel zu seiner Existenz. Weine, weil es weh tut. Gruselig. Das Monster macht auch andere Leute krank. In meinem Kopf der Stein der Weisen. 13. Januar 1876. Ich kann mich selbst sehen. Das andere Ich lügt mich an. Spricht von all dem Schmerz und Leid in meinem Leben. Armer Mr. Leon. Aber die Zeichnungen gefallen. Ja, die sind toll. Ah, das ist schön. Es muss die Liebe zum Leben sein. Das andere Ich will, dass ich mich umbringe. Er lächelt, während er buchstabiert. Bring dich um. Und ich habe es versucht. Hypnotisiert von seinen Worten, aber es gibt immer etwas, was mich rettet. Es muss die Liebe zum Leben sein. Oh Gott. 15. Januar 1876. Ich traf einen Schatten. Er sprach zum ersten Mal mit mir. Kamalas? Ah, diese Kreaturen. Ich frage mich, warum die Leute sie nicht sehen. Sie existieren und machen Leute krank. Vielleicht geht es darum zu erkennen, dass sie existieren und sie loszuwerden. Okay. Ihre Rasse heißt Kamalas. Sie jagen Schwäche und Schmerz. Ich fragte, ob sie menschliche Körper besitzen und er sagte, wir werden aus Furcht
und der unkontrollierbaren Krankheit des menschlichen Geistes geboren und leben davon. Für sie sind wir unsichtbar, aber unsere Existenz befällt jede einzelne Zelle bis zum Ende. Danach begann es zu regnen und als er fortging, hinterließ er eine schwarze Ölspur. Ich glaube, dass mein Wasser sie reinigen kann. 16. Januar 1876. Nachdem ich sah, wie die Kamalas auf Wasser reagierten, dachte ich an ein Experiment. Letzte Nacht ist etwas Unglaubliches passiert. Es scheint, dass sich die Kamalas in eine neue Kreatur verwandeln, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Es schmerzte, die Metamorphose mit anzusehen. Nach den schrecklichen Schreien beruhigen sich die Kamalas und beginnen am Boden zu weinen. Es scheint, als verschwände der Schmerz nach ein paar Minuten. Nach ein paar Minuten erhob sich ein helles, friedliches Licht direkt vor meinen Augen. Hehe, sie schmelzen wie verrückte Hexen im Märchen. Oh, friedliche Kreaturen. Wenn ich so aussehen würde wie sie, würde ich böse Menschen erschrecken. Okay, die Viecher werden... Also haben wir nicht so ein Ding gesehen? Das ist vor uns hergeschwebt, glaube ich, ne? Meine ich, ich hätte sowas gesehen. Es fühlte sich an, als ob die Kreatur meine Gedanken lesen kann. Danke, dass du mich erweckt hast. Ich habe gelitten. Ich muss dorthin, wo ich hingehöre. Iterster wartet. Alle Valokas müssen nach dem Erwachen dorthin. Wenn du das Licht sehen willst, komm mit mir. Du hast den Schlüssel, sagte sie. Ich antwortete nicht. Nach einer Weile war sie verschwunden. Valokas? Gedanken lesen, das finde ich schaurig. Ich glaube, wir haben immer Angst vor Dingen, die wir nicht verstehen. Insbesondere, wenn sie gut erscheinen. 2. Februar 1876. Ich habe meine Notizen gelesen, ob ich etwas vergessen habe. Ich erinnere mich an Remor aus der 5. Realität. Wenn es eine 5. Realität gibt, muss es mindestens 4 mehr geben. Ich dachte daran, dass Iterster vielleicht keine Stadt dieser Welt ist, sondern eine eigene Realität. Ich bedauere zutiefst, dass ich die Einladung der Valokas nicht angenommen habe. Seit ich die Valokas gesehen habe, sehe ich andauernd dieses drehende Diagramm in meinem Kopf und einen einzigen Satz. Zeit ist der Rhythmus deiner Wahrnehmung. Ich verstehe diese Zeichnung nicht. Sieht aber interessant aus. Vielleicht soll es zeigen, wie die Zeit aussieht. 13. März 1876. Mein Sohn Brian hat mich besucht. Ich erzählte ihm, was ich gesehen habe, aber er wollte es nicht hören und ging. Ich werfe es ihm nicht vor. Ich verstehe, dass die Realität, die ich gesehen habe, für die meisten unsichtbar ist. Ich wünschte, ich würde einen Freund finden, der wie ich ist. Denn mein Sohn, er denkt, ich wäre verrückt. Einsam und ohne Familie. Du solltest dir eine Katze zulegen, Mr. Leon. Mein Sohn hält mich für verrückt. Pah, bist du nicht, das weiß ich. Okay, mir sagt's nichts zu. 25. Juli 1876. Mein Körper und Geist verstehen langsam das Muster. Das Leben wird einfach zu kontrollieren, wenn man alle sozialen Zwänge ablegt und nur die Regeln der Realität anwendet, denn sie sind nicht nur Regeln, sondern auch Verhaltensweisen. Chemische Verhaltensweisen, Naturgesetze. Ohne diese Verhaltensweisen, ohne diese Gesetze würden wir nicht existieren. Manchmal wünsche ich mir, ein Blatt auf dem Boden zu sein, ganz ruhig, während es stirbt. Ich glaube, ich müsste Chemie lernen, um zu verstehen, was er meint. Es kann Spaß machen, zu verstehen, wie wir aufgebaut sind und so. Oh, er wirkt traurig. Das ist so traurig. Okay. 11. November 1876. Letzte Nacht nach dem Sturm besuchte eine riesige Kreatur meinen Garten und für eine Sekunde und verschwand. Ich fand eine seltsame Flasche mit einer rosa Flüssigkeit genau da, wo die Kreatur erschien. Ich verstehe den Inhalt der Flasche nicht ganz. Ich habe rote Blutkörperchen und unbekannte Bakterien in ihr gefunden.
Die Bakterien scheinen ungewöhnliche Verhaltensweisen in jedem Wesen auszulösen. Ich habe etwas der rosa Flüssigkeit auf eine sterbende Pflanze gegossen und nach ein paar Minuten erblühte sie. Ich schnitt mir in den Finger, um die Flüssigkeit an menschlichem Gewebe zu testen, und der Schnitt verheilte nach ein paar Sekunden. Diese Bakterien scheinen als Blutplättchen und weiße Blutkörperchen zu agieren, nur sehr viel schneller. Oh, was für ein Wesen kann das sein? Oh, geheimnisvolles rosa Wasser. Gut für die Pflanzen, die sich erholte und blühte. Okay. Cooles Buch. Sehr cool. 22. November 1876. Ich träume von tausenden schwarzen Katzen, die mein Haus umgeben. Große gelbe Augen, die mich anstarren. Lebewesen in Eterster sind unterschiedliche, fehlen übrigens Seiten. Lebewesen in Eterster sind unterschiedlich. Von Wurzeln bis zu riesigen Insekten. Wurzeln waren zuerst in dieser Realität, die Insekten kamen später. Ich habe ihre Sprache und ihre Zahlen gelernt. Wow, ich liebe diese Bilder. Viele Katzen und viele Farben. Oh, Eterster. Fühlt sich an, als käme... Was? Entschuldigung. Als käme frische Luft aus dem Buch. Okay. Sieht aus, als hätte jemand einige Seiten rausgerissen. Oh Gott, was ist das denn? Das Alphabet. Oh Gott. Ich vermute, wir werden das bestimmt brauchen. Der große Valokas ist der Beginn der ersten Realität. Primeve, Licht. Valokas Schild. Die Körperstruktur der Valokas unterscheidet sich von unserer. Sie bestehen aus Protonen und Schallwellen. Sie sind auch männlich und weiblich. Wenn die Jungen ein Alter von ganz vielen Zahlen erreichen, werden sie mit dem Schild gekrönt. Sind das Buchstaben? Sie klingen komisch. Oh, ich mag die Maske. Ich glaube, man nennt es einen Schild. Ja, Moment, Entschuldigung. Das ist alt, okay. Zia, die Erschaffung des großen Valokas, König von Eterster, zweite Realität, Leben. 13. Februar 1877. In Eterster zu sein, fühlt sich an, als würde man werden, was man auf der Erde nicht versteht. Wo Blätter singen, während sie von den Bäumen fallen, und das Wasser flüstert dir seine Weisheit, während du es trinkst. Oh, wunderschöne Wesen, ich liebe sie. Ich mag die Bäume und die Kristalle und das Gras, alles. Die Weisheit im Wasser? Pandora, die Erschaffung der fünf Reiche existenzieller Existenz, F.R.E.E. befindet sich in der Welt der Menschen, dritte Realität, Erde, Mars und Jupiter, Bewusstsein, Willensübung. Senesedi, das Ende der Vibration. Wenn beide Enden einer Gegend der Gegenteile den gleichen Rang haben, befindet sich in der dritten und vierten Realität. Tod. Erde, das ist mein Planet. Seneseneres Idee? Tod. Genau so sehe ich das auch. Mabuka, sie ist das Ende des Lichts. Wow, wie viele Köpfe. Diese Kreatur verbirgt bestimmt viel Zeit mit... Entschuldigung. Mit Nachdenken. Überall Blut. Das Ende des Lichts. 23. März 1877. Mutter Mabuka lässt mich gehen. Ich habe 15 Tage in Mabukas Hütte verbracht und ich bin müde. Ich muss mich nicht mehr vor dem Schmerz verstecken. Nun ist er Teil von mir. Es fühlt sich an, als ob die Liebe überall und in allem ist. Ich genieße es zu weinen. Ich genieße es zu lachen. Ich genieße es, am Leben zu sein. Wenn dunkle Dinge aus dem Dunkel so dunkel sind, wie finden sie einander? Vielleicht mögen sie es im Dunkeln, weil sie so hässlich sind. Und sie sind so hässlich, dass sie es vorziehen, sich nicht zu sehen. Kein Datum angegeben. Ich bereite mich auf meine Heimreise vor. Mabuka schickte mich zu den unendlichen Grenzen ihrer Hütte und ich warte auf die Luzifern.
Ich musste mich mit ihnen anfreunden oder genauer einer von ihnen werden. Luzifern sammeln sich in Fäden. Darum sieht es so aus, als würden ihnen Haare wachsen. Und das große Gesicht wird hauptsächlich zur Kommunikation und zur Abschreckung von Raubtieren benutzt. Ich hoffe, mein Körper überlebt die Reise. Das waren die Dinger, die wir im Baum gesehen haben, ne? Denen wir das Haar gekämmt haben. Das muss Mr. Leon sein, der hier sitzt. Sind das die leuchtenden Insekten? Wo ist der Kamm? Ja, okay, das sind die Viecher, die wir da im Baum gesehen haben. Die Schwerkraft sammelt Teilchen, um neue zu erschaffen. Sie ist eine kreative Kraft. Und mit Kreativität ist Evolution unausweichlich. Ach übrigens, 2. Oktober 1878. Was ist das? Die Zeichnung da links sieht aus wie eine Antenne. Oh nein, jemand hat den Rest des Buches rausgerissen. Ich werde nie erfahren, was mit Mr. Leon geschehen ist. Und vor allem, was ist das hier? Da sagt sie auch gar nichts zu, ne? Nein? Gut, dann können wir das nur schließen. Gut. Dann können wir ja mal kurz unsere Pillen nehmen. Die Katze ist schon eingeschlafen. Oh Gott, ein Babyskelett. Sie haben es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Gute Nacht, süße Träume. Okay. Was hier? Bist du ein Stein? Es wäre toll, einen Troll zu sehen. Schöne Blumen. Sonst nichts, ne? Gut, dann Pille wieder aus. Gut, Kätzchen, dann gehen wir mal los, wa? Oh, Kätzchen, was wird das Erste sein, was du tust, wenn wir zu Hause sind? Essen natürlich. Essen, miau, bis ich einschlafe. Und du? Ich denke, ich würde dasselbe tun. Okay.